So, heute ist Mittwoch, der 15. August 2012. Und ich habe mein Indoor-Gärtchen etwas ausgebaut. Also jetzt kann man schon sagen, da ist schon etwas dahinter. So, ich habe hier angefangen hier mit diesem Kübel. Den habe ich ja gepflanzt mit Basilikum, Schnittlauch, Thymian, Zitronenthymian, nochmal Schnittlauch, Petersilie. Petersilie, das ist das Einzige, obwohl schade, es schmeckt saugeil, was irgendwie ein bisschen Probleme hat. So, egal, sonst kann ich eigentlich nicht meckern, da muss man echt zufrieden sein, läuft alles hervorragend. So, dann habe ich hier Cocktailtomaten. Einen schönen Strauch. Da sind auch jede Menge neue. Grüne, reife, schmecken fantastisch, kommen immer wieder nach. Ich werde auch dafür sorgen, dass die weiterhin immer blühen und Früchte bilden, neue. Muss halt bestäubt werden, das kann man selbst machen. Aber wie gesagt, tagsüber sind sie draußen und jetzt gibt es ja noch jede Menge Bienen und so. So, hier auch Basilikum, Thymian, Basilikum, Schnittlauch. Hier die zweite Cocktailtomate. Also super, super. Und gut, noch eine Geschichte. Diese Geiztriebe, die soll man ja abmachen. Geiztrieb, da ist zum Beispiel einer, der da, der kleine. Den werde ich auch, wenn er etwas größer ist, abreißen, abbrechen und dann einfach hier in einen Blumentopf einsetzen. Schön gießen und dann bildet sich daraus ruckzuck eine neue Pflanze, Tomatenpflanze. Zumindest sollte es so sein. So, ja, also sieht doch wirklich toll aus und die Dinge sind wirklich, die sind sagenhaft, ne? Vom Geschmack her. Also, so und dann habe ich hier hinten noch Paprika, das sind Paprika. Die werde ich auch mal, die Kerne, ne, da drin in den Schoten sind die Kerne, die müssen getrocknet werden und dann kann man aus den Kernen wieder neue Paprikapflanzen machen. Hier geht das mit dem Klonen leider nicht so einfach wie bei den Tomaten, aber das ist halt einfach eine tolle Sache mit dieser Vermehrung. Ich meine, klar, man kann Tomatenkerne kann man auch trocknen. Ja, dauert allerdings ein bisschen und dann kann man die auch einsehen. Aber das ist eigentlich, ja, gut, wie gesagt, das sind hier halt Klone dieser Pflanze, ja. Das sieht man, es hat wohl Vor- und Nachteile, so Klonerei. Aber gut, das ist doch irgendwie praktisch. So, und ach, guck mal, das ist doch hier, was da Früchte sind, ne? Das ist doch echt stark, ne? Also, und wie gesagt, hier allein das Basilikum, der Duft, ja, das ist ja hier, die ganze Bude riecht hier nach Basilikum und Tomaten, das ist einfach das Tollste. Man gefällt vielleicht nicht jedem, aber mir gefällt es. Ne? Ist halt. Ja, und dann halt einfach muss man sehen, sagen wir mal, ich will so ungefähr 10 von diesen Cocktailsträuchern da und die dann das Ganze, also wenn die mehr als 12 Stunden Licht bekommen am Tag, bilden sie weiterhin Blüten, ja, und bilden weiterhin Früchte und zwar das ganze Jahr über. Ne? Also wenn ich mir überlege, sagen wir mal, wenn ich hier aus den Tomatenpflanzen so 10, 15 von den Tomaten hätte, ja, pro Tag, das ganze Jahr über. Also da wäre ich aber echt happy. Ne? Und wie gesagt, das alles, das ganze Zeug hier, das hat 40 € Investitionen erfordert. Ja, ja, ist eigentlich ein Witz. Ne? Ist ja eigentlich nicht gerade jetzt so, dass das wehtut. Ne? Also ja, und dann halt die ganzen Kräuter. Ne? Also ich habe jetzt schon, ich verwende hier dauernd die Kräuter hiervon. Ich meine, das ist ja wirklich gesund, das ist super frisch, das ist Chlorophyll, das sind alle möglichen Wirkstoffe und alles Mögliche. Ja, das ist doch wirklich gesund. Ne? Ich meine, da muss man noch ein bisschen drauf achten. Ne? Naja gut, ich meine, es muss einfach Spaß machen. Das Tolle ist halt einfach, man hat das ganze Jahr über hier so eine kleine grüne Oase. Ne? Und ich meine, klar, man kann auch, es gibt auch schöne Zierpflanzen. Aber ich meine,
Erstmal finde ich, die Pflanzen hier sind durchaus attraktiv. Also hier zum Beispiel die speziell hier die Paprika, ich finde die sehr attraktiv. Klar, hier sind jetzt nicht so Blüten, ne? Aber wie gesagt, die Tomaten, die werden bald wieder blühen, weil die denken, oh, es ist ja schon Sommer. Und naja, ich werde noch ein bisschen ergänzen. Also ich werde noch Knoblauch, Chili, mindestens, ja, das ist eigentlich so, das will ich noch machen. Die andere Sachen, das lohnt sich nicht vom Platz her auch. Klar, so Sträucher, ja, gibt es ja auch irre Sachen, aber naja, ich lasse es mal dabei. Tomaten, Kräuter, Gewürze, ja, Salz kann man leider nicht anbauen. Na gut, so, also das ist hier mein Indoor-Gärtchen, Ganzjahresgärtchen. Bisher funktioniert alles, bis auf die Petersilie, die lässt die Köpfe hängen. Ich weiß nicht warum. Also, das ist auch, es ist so, es ist hier ein Drittel Blumenerde klassisch für 2 Euro aus dem Supermarkt und der Rest ist Erde, die ich mir aus der Natur geholt habe, weil ich will auch unbelastete Erde, ich will auch nicht diese reine Blumenerde, das ist leider, das ist auch nichts, sondern ein bisschen so Ackerboden, das will ich schon haben. So, mein Chip ist jetzt voll. Und deswegen, ja, also das ist mein Gärtchen, ich finde das richtig super und ich habe schon 5 von diesen Tomaten gegessen und die sind der Hammer und die Gewürze, die Kräuter sind auch der Hammer. Kann ich nur jedem empfehlen und das ist, ja, so. Okay, das war's. Leute, macht's gut. Ciao.